Die Farbauswahl von den Sternen und dem Hintergrund ist nicht gut gewählt, finde ich. Man sieht die nicht direkt. Was könnte das sein? Noch ein Cooper, ja? Ja, muss. Aber welcher? Der Fette. Morten. Oh mein Gott, der Fette. Das ist universal. Es ist der Fette. Oh mein Gott. Ja. Baby oder fangen, machen wir von rechts weiter? Dann wäre jetzt Morten, das wäre noch ein schwerer. Ja, das Problem ist, ich glaube, dann wären wir wohl irgendwann verwirrt wegen den hier, ne? Das können wir uns merken. Ich, meinst du? Ja. Also zwei Leute, okay. Oder machen wir das, ja? Oder sollen wir das 4x4-Set lieber erst nur machen? Ja, das würde ich fast eher sagen. Und dann gehen wir irgendwann hier durch, irgendwie so. Wo machen wir an? Mit Mario oder mit Rosalie? Von rechts oder von links? Daisy wäre rechts. Ach, Daisy ist das, stimmt. Rosalie ist die nächste. Okay, ja. Ich mag Mario aber lieber als okay. Daisy. Dann heißt jetzt die Babys. Yeah! Oh, aber jetzt sehen wir ein Pünktchen-Card. Oh mein Gott. Gibt es da jetzt vier Kategorien von der Gewichtung? Nee. Leicht sind die Babys und irgendwie leichte. Toad so, zum Beispiel. Okay. Und dann mittel und schwer. Achso, okay. Oh mein Gott, guck mal das Handling an. Haha, Toad ist oh mein Gott, guck mal, wie schnell. Oh, okay, Tempo lassen wir mal. Oh mein Gott, guck mal das Tempo an. Wir beschleunigen. Ach du. Ja, okay, wir machen so. Ach, okay. Das dauert. Das wird dauern. Das wird dauern. Ja, ich bin mir sicher, es wird voll krass. Da fragt sich so, wenn die Höchsttempo so niedrig ist, ob es nicht besser ist, jedes Mal gegen die Wand zu fahren und wieder neu zu beschleunigen. Ja. Das wäre interessant. Das wäre interessant. Wenn die Beschleunigung so hoch ist. Ja gut, aber die Beschleunigung gilt ja nur, bis du Tempo erhöht hast, ja. Also erreicht hast. Nachdem ich die Schrecken gesehen habe, ich freue mich jetzt schon. Wieso, was hast du jetzt? Varios Piste. Oh. Varios, die Runde. Nein, du hast den Mount. Ja. Du hast Mount Vario. Oh mein Gott. So ein Arsch. Mount Vario? Den, ist mir egal, nein. Mount Vario ist das coolste überhaupt. Das sind doch wieder die neuen Strecken, ne? Ja, wir sind bei, die haben speziellen Namen, die Cups. Ich hab's vergessen. Sterncup. Nee, ich meinte, die neuen haben einen Namen. Also für neu. Ach so. Einfach. Okay. Nee, Sterncup ist der neue. Nee, ich meinte, Retro heißt ja Retro. Ach so. Aber und neu, dafür gibt's einen extra Namen. Ich weiß nur nicht. Nee, ich glaube, das hat einen komplizierteren Namen. Worauf man nicht so leicht kommt. Egal. Ja, egal. Und das sind die Münzen. Mein Gott, und ich fahre jetzt voll gegen das Ding hier. Bam! Und ich fahre gegen... Nein, da fahre ich mal nicht jetzt richtig, soll ich jetzt mal richtig moderieren? Okay, dann moderieren. Und da holt er sich das Item. Oh mein Gott! Da fliegt er und landet er im Haar. Landet er im Haar. Und dann nimmt er den Drift mit, natürlich. Und durch die Boxen durch. Geschafft. Was wird er mit der Banane tun? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Da hat er einen Klecks auf der Windschutzscheibe. Er sieht nichts mehr. Oh nein. Ah, da ist er weg. Schnell die Windschutz... Oh. Ja, da ist er ausgerutscht. Genau. Und dann... Nein! Fällt da runter. Und da geht er down. Ja, da geht er down. Geht er down. Das war immer nicht down, sondern bei Giga. Ja, und genau. Da geht er down. Geht er down. Und. Oh. Da geht er down. Nein! Oh doch, komm dagegen. Da schaut selbst der Vettel ins Schwarze. Ja! Und nimmt er ihn, nimmt er. Ah, fast rein in das Haar. Was? Ich war doch drin, ja. Also jetzt übertreibt man nicht. Und? Nein, ich spring drüber! Keine Box mitgenommen. Aber nicht so schön, dass man durchspringen kann. Das ist Allzufall. Und welches Item wird es sein? Welches Item wird es sein? Es ist die Münze. Und sie ist weg. Es ist die Münze und sie ist weg. Oh, das ist die Münze. Ich bin nur. Noch eine Münze. Und er holt sie sich nicht. Er spielt auf Risiko. Durch das Flugzeug durch. Stimmt, das war's jetzt mal, dass es geschafft hat. Ne? Und die 10. Münze, da ist unten eine Banane. Ja, wann wird er sie einsetzen? Wann trennt er sich von ihr? Leute, ich glaube, das Video muss ich ab 18 machen.
Wo ist denn der nächste? Wieso bitte? Was denkst du gerade? Nein! Oh, und dein. Oh, sehr gut. Da trifft ihn der Blitz mitten im Fall. Aber schön, dass sie das mit dem Respawn so gemacht haben, dass du vorne respawn. Und da. Oh! Kiste, aber da ist ein Pilz rausgesprungen. Oh mein Gott. Ich bin nicht mehr dran, ne? Jetzt bin ich. Ja. Echt? Schon wieder? Ja. Oh, hier. Ja. Co-Moderator. Wasser lassen. Nächstes Rennen. Was wäre die Strecke? Ich weiß es schon nicht mehr. Und es ist Sterncup Delfin Launch. Boah, geil. Wow, die ist schön. Dann fährt auf dem Aal. Also, warte. Du fährst auf dem Aal nachher. Wie geil. Und das ist sogar noch der Aal aus N64, aus der dritten Welt. Ja, ist die dritte. Ich weiß aber nicht, wie er heißt. Der hat mal nicht einen Namen. Der hat einen Namen gehabt, ja. Wenigstens habe ich einen kleinen Boost gekriegt. Ich habe es noch nicht ganz mit dem Boost-Start. Und ein Pilz. Ah, verdammte Kacke. Oh. Okay. Da muss man echt aufpassen. Gut zu wissen, das sieht man nicht. Ne? Du musst über die Röhren drüber. Ja, aber das sieht man am ersten Blick nicht. Nee. Man sieht halt nur, dass da Wasser hochkommt. Ja. Und. Boom! In your face. Das war das wieder Rosalina? Ich hab's nicht gesehen. Nee, Prinzessin Peach. Peach war das. Baby Peach oder Peach? Peach. Da steht wirklich Prinzessin Peach. Okay. Peach in dem Ranking. Ja. Auf der Wii hat mir das irgendwie nie was gemacht, dieses Tintending. Aber hier. Ja, hier ist es jetzt auch ein bisschen Glückssache, ob da ein kleiner Klecks irgendwo in der Ecke kommt oder ein oder so. Ach, zwei verdammt. Große direkt neben dir. Ja, durch diesen Random Faktor ist das hier schlimmer. Hm. Oh! Ach nee, kommt schon. Das war ein Pilz und jetzt das auch ein Pilz. Ein Red Shell und so ein Blue Shell. Nehmen wir noch erstmal. Das ist gut. Ach verdammt. Wer ist das? Gib mir die Münze! Das ist Lucky Two! Oh nein! Haha! Ich wusste gar nicht, dass Lucky Two hier mitfährt. Ich habe kurz kein Gas mehr gegeben, damit ich nicht mehr Erster bin. Aber ich glaube, die Anzeige hat sich gar nicht geupdatet gerade. Aber der Panzer ist an mir vorbeigefahren. Ich weiß gar nicht mehr, welcher war der Böse? Lucky Two oder Lucky Two? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich kenne sie nicht wirklich. Ich habe zwar World gespielt. Ach komm schon, noch ein Panzer! Leute, das ist nicht euer Ernst. Weißt du, welcher Wolkenheini der Böse ist? Lucky Two oder Lucky Two? Es gibt zwei. Ich glaube. Der drin ist der Böse. Der Kameramann ist der Gute und der andere ist der Böse. Genau, weil mit der drin ist der Gute. Ja, ich meine Lucky. Den kannst du auch steuern. Nein, Peach, und, nein. Lucky. Ich meine Lucky Two ist der Gute und Lucky Two ist der Böse. Genau, Lucky Two ist Das ist der Kerl, der in World und in Brothers immer mit den Stachis wirft. Ja. Ich bin beim ersten Mal, wo ich hier durchgefahren bin, natürlich hier runtergefallen. Weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Hm. Ja, das ist echt. Man sieht am Anfang nicht, dass man durch diese Blubberblasen fahren muss. Wann ist jemand hinter mir? Kann ich nur sagen, auf der Strecke gerade hinter mir. Jetzt bin ich in der Kurve, klar. Ja, jetzt bin ich in der Kurve. Okay, und jetzt kommt ein Stück, wo man fliegen muss. Das ist auch scheiße. Weil die Frage ist, wie dann der Panzer fliegt. Ja, natürlich gegen die Banane. Aber du hast den nicht verloren, den Panzer. Ah, natürlich! Und der Panzer ist kaputt gegangen. Ich glaube, der nach dem dritten Mal auf den. Trotzdem, ich bin Erster, jawoll! Trotz zweite Runde des Fluches. So, Nadim, ja. Nadim. Und ich bin der Moderator. So, da bin ich wieder. Der beste Moderator der Welt. Nach allen anderen, aber ich bin der. Und hier ist sie wieder, die wunderschöne Stimme. Hi, Lady. Hi, Lady. Aber mit Brille. Dann ist Lucky Two.
Nee, ich meine, die haben auch beide eine. Ich hoffe, ihr habt mich vermisst. Ist das Zwilling oder warum haben die beiden den weißen Vornamen? Wer? Ich glaube, es sind Brüder, ja. Wer denn? Lucky Two und Lucky Two. Das könnte gut sein. Oh, geil. Disco. Oh mein Gott, warum kriegt ihr alle die coolen Schrecken? Disco Bro. Disco Bro. Da haben sie den Namen sogar immer nicht. Ja, das hört sich eigentlich wirklich so an. Ja, ja. Habt ihr gerade noch gesehen, die Equalizer sind mit dem Sound gegangen. Ja. Ja, die darfst du auch driften, ne? Auch wenn du volles Handling hast. Ja, driften ist immer noch besser. Aber das gerade mit dem Equalizer ist wahrscheinlich nur am Anfang, weil der hat sich gerade geändert. Oh, man sieht. Nee, der Equalizer hört jetzt auf die Musik. Wie weit vorne bist du? Ja. Wie er es denn auch drehen kann. Nee, das ist direkt eine Haarnadelkurve. Ja, ja. Also, okay, die sind fast direkt zum Spiel. Lucky du. Der ist Dritter. Das Roy. Das ist von den Fieslingen. Das geht ja richtig ab hier. Richtig ab, vor allen Dingen. Die Piranha-Pflanze. Ja, ja. Ja, ja, klar. Na, natürlich. So muss das ja auch sein. Ja, und die werden auch schneller, wenn du jetzt gleich in der dritten Runde bist. Da gehen die voll ab. Ja, weil die Musik ja auch klar, weil die Musik schneller wird. Am Tanzen. Ja. Natürlich. So muss das sein. Mir noch gar nicht aufgefallen vorher. Auf dem zweiten schon gerade auf die Scheige. Mhm. Scheige ist ein Kupfer. Da, die Mitte kannst du rammen, ne? Mhm. Alle eben auch. Boah, oh mein Gott, du hast daran gedacht. Natürlich. Natürlich, Lady. Natürlich. Wenn ich jetzt mehr Abonnenten habe, dann wundert mich das. Ja, genau. Einfach nur Co-Moderator. Du sagst dann immer wieder alle 5 Minuten, hey Ladies. Oh mein Gott, ist noch nicht dritte Runde? Nee, ist noch nicht. Hä? Ach so, jetzt erst, okay. Oh mein Gott, jetzt gehen die Piranha-Pflanzen voll ab. Guck mal, da hinten seht ihr sie und... Die Boxen haben erstmal aufgehört. Oh, guck mal, jetzt! Dum, 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 dum. Oh mein Gott. Techno-Piranha. Leg den Schwanz rein. Party. Flash-Mob. Nein, nein. Du hast doch eine Banane. Ja, ich hab's zu spät. Nein. Oh? Wo kommt der denn her? Vor allem so schnell, ne? Ja, das ist echt, die hängen die ganze Zeit hinter dir, überholen dich aber nicht, bis du einen Scheiß baust. Oder 10.000 Panzer gegen dich kriegst. Weil wir so lahm sind hier. Boah, jetzt übertreib mal nicht, ja. Ab wann erfasst der Blue Shield nochmal sein Ziel? Keine Ahnung, ich würde so sagen, 5 Meter vorher fängt er an, in die Luft zu gehen. Das heißt, wenn du also 5 Meter vor, also je nachdem, wie weit der zweite von entfernt, kann man schnell bremsen. Das gibt's doch nicht. Ist. In der Luft doch noch. Jetzt auf was und nicht. Ja. Okay. Also, wenn dich einmal anvisiert hat und eingeloggt hat. Nicht abgeschossen, sondern wenn der wirklich ab einem gewissen Range lockt er dich ein als Gegner. Okay. Und er hat's wieder gemacht. Wie jeder andere von uns, bis auf einer, aber egal. Ja, oh, was? Verdammt. Ja, ich kriege es wieder zweimal jetzt. Oh. Was war jetzt in Wario Mount? Boah, Mount du bist Wario. So ein Arsch, ey. Das ist doch eine Abkürzung, glaube ich. Mysteriös. Ich werde nur eine Chance haben. Ja, genau, du wirst eine Chance haben. Wenn du jetzt nicht alles findest. Wario Abfahrt heißt die echt. Oh. War dieses andere Eislevel auf der Wii nicht auch kommen? Wario? Wen war die denn? Sherbet. Das heißt einfach Sherbet Land. Ja. Achso, okay. Land, also manche gehören da nicht Charakter. Ja, manche gehören niemandem. Genau. Beziehungsweise sind Sherbet nicht die Pinguine? Keine Ahnung. Pinguine
Boah, das sieht ja noch geiler aus als bei YouTube. Ja. Yeah. Boah, das sieht so geil aus, einfach mit dem Pfeil. Und dieser. Der hat mich gerettet. Und dieser Pfosten sah so geil aus, einfach in HD. Du hast gerade eben gesagt, noch, dass YouTube ja teilweise für die 30 FPS schuldig ist. Ja. Ja, natürlich. Die Elgato nimmt auch, obwohl bei 720 könnte sie theoretisch 60 aufnehmen. Aber allein das Full HD auf so einem großen Monitor auch. Also das ist ja bei der Elgato, der Input bei Full HD ist ja trotzdem 60. Aber ja, genau, bei Full HD kann sie leider nur 30, aber das sieht man leider auch schon. Und ich will natürlich fliegen. Genau, ich nehme aber in 720 auf, weil ich einfach von der Internetleitung her nicht so hoch unterstützen kann. Das geht das einfach bei nicht. Mir auch teilweise eine Zeit lang so. Ja. Oh, der zweite. Oh mein Gott. Verdammt, ich habe die Abkürzung gar nicht mitbekommen. Nein. Ach so, Teile. Ja. Und du nimmst keinen mit, okay. Doch, den nehme ich mit. Ja, und die Münzen, komm. Ja. Und jetzt hast du 10. Oh mein Gott. Da ist ein Turbo-Ding. Woher wusstest du das? Das wusste ich nicht. Oh, okay. Ich hab die Strecke irgendwie falsch. Okay, falsch also erkannt. Chris wusste, dass dann Turbo-Pfeile sind. Jetzt wissen wir es. Das sind Turbo-Pfeile. Interessant. Das sind Baumstämme. Interessant. Ja, die Baumstämme kannte ich aber. Boah, die Strecke ist so cool gemacht. Die ist so geil. Nein, nein, nein. Ja! Ja! Das war Glück. So, und jetzt hier. Ja, Slalom. Oh mein Gott, kriegst du was Besonderes, wenn du am Ende alle schaffst? Ich hab nicht alle, ich glaube den ersten habe ich schon verpasst. Echt? Ich dachte den ersten hättest du. Nee, ja stimmt, hab alle. Oh, spring, spring, Bubbel, spring, Bubbel, spring, Bubbel. Spring, 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 mehr. Oh mein Gott. Oh, das ist noch nicht der letzte Mount. Nee. Aber wieso kommen die auf Wario Abfahrt? Von Mount Wario auf Wario Abfahrt? Und. Vielleicht, weil es hier irgendwie die ganze Zeit runtergeht? Nein! Boah! Ist da hinter mir einer, oder? Ja, die sind alle hinter dir, tatsächlich. Okay. Du hast sehr nah sogar. Ja, du hast keinen Dings hinter dir bekommen. Keinen Abstand, großen. Oh, guck mal jetzt! Boah! Er dreht sich und macht den hier. Ja, das war die erste Strecke, die ganz durchgeht. Ja. Das ist so eine geile. Das heißt, die erste. Die andere ist eine Retro-Strecke maximal, die du das noch machst. Nämlich die Rainbow Road. Ja. Ja. Aber es gibt sonst eigentlich keine Strecke mehr, oder? Ne, eigentlich nicht. Eigentlich nicht mehr. Nö. Muss keine, ich sag mal, Runden. Nö, eigentlich nicht mehr. Und das gab's vorher auch nie. Generell gab's das vorher nie. Ja. So ein Kartrennen, keine Ahnung, ich finde diese Runden halt. Ja, wir waren ja immer Erster. Ja gut, wobei hier bei dem Mount-Ding, fand ich, ist es in Ordnung. Nur bei Rainbow World halt. Wieder drei! Oh mein Gott, Daniel, das wird langsam schon peinlich. Neuen Charakter. Oh mein Gott. Und schon wieder neue Münzen. Ich glaube, die addieren auf, weil das waren jetzt nicht 300, sondern sind insgesamt haben wir... Ja, ich meine ja, aber schon wieder haben wir wieder was für Münzen freigeschaltet. Nein, ich wiederhole, ich war es nicht.